wollten Sie kurz fragen, was Sie vom Feminismus halten. Super Ding. Kann man das essen? Wird abgeschafft, oder? Ich finde, Feministen sind behindert. Das ist existent. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. Okay, mal im Ernst. Wisst ihr, was mir auf den Geist geht? Fucking Feministen, Mann. Feministen kämpfen angeblich für Gleichheit unter den Geschlechtern und wollen das bezwecken, indem sie Männern Privilegien wegnehmen und Frauen mehr Privilegien zuschreiben. Als ob ihr nicht schon genug Privilegien habt, hallo? Ich meine, keiner kann euch schlagen, egal wie dumm oder provokant ihr euch benehmt. Es sei denn, der Typ ist ein Frauenschläger oder hat andersweitig ein Problem. Ich will, dass ihr euch dieses Video mal kurz ansieht. Do you mind if I do the farting on you? The farting. What? The fart. Yo, what is wrong with you, son? Like, how are you gonna come up to this? Farting. Excuse me, why are you farting? I'm sorry. That is weird. I'm sorry. That's weird. It's a pooter. Calm down. Dieses Miststück furzt den Typen ohne Witz ins fucking Gesicht. Und was macht er? Ja, okay, er zieht ja ein bisschen an den Haaren, aber ratet mal, was der gemacht hätte, wenn ich das gewesen wäre anstatt dieser Frau. Fuck my life. Was ich damit sagen will, ist, dass das Bild vom ach so privilegierten Mann, auf das sich so viele Feministen stützen, nicht existent ist. Ganz im Gegenteil, ich meine nämlich, dass Frauen in den letzten Jahren das privilegiertere Geschlecht gewesen sind. Unsere Arbeitsplätze werden momentan wegen der Frauen- und Behindertenquote versaut. Natürlich sollte man nicht Frauen oder Behinderte aus dem Berufsleben ausschließen, das sage ich ja gar nicht, aber man sollte als Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach Fähigkeiten und nicht nach Geschlecht oder Behinderung unterscheiden. Wenn ich einen Mann habe, der die Arbeit doppelt so gut macht wie eine Frau oder Timmy, dann nehme ich natürlich den Mann, weil das die lukrativste Entscheidung für mein Geschäft ist. Doch heutzutage ist eben das sehr schwer geworden, weil sich die nicht ausgewählten benachteiligt vorkommen und sich in Tumblr oder sonst wo darüber ausholen. Jetzt mal ohne Witz. Melody Hensley, eine Feministin, die sich auf Twitter gerne rumtreibt, hatte sich auf Twitter über ihre posttraumatische Belastungsstörung beschwert, weil ihr Leute ein paar böse Kommentare geschrieben haben. Logischerweise haben sich Kriegsveteranen beschwert, die tatsächlich unter dieser schlimmen Krankheit leiden. Wisst ihr, was sie daraufhin geantwortet hat? Okay, Moment. Ich gebe euch ein bisschen Bedenkzeit. Lehnt euch zurück, schlüpft genüsslich euren Tee oder was auch immer und überlegt. 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 Habt ihr es? Okay, dann pausiert das Video und schreibt es in die Kommentare. Ich warte auf euch. Okay. Sie hat gesagt, dass ihre Art der Krankheit genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer ist, und falls sie ein Soldat daraufhin anspricht, dass sie mit seinem Vorgesetzten sprechen wird. Das heißt quasi, ihn feuern lassen will. Was? Was? Nee, Lady, tut mir leid, aber... Nee, Alter. Ich hätte den Glauben an die Menschheit schon wieder verloren. Mama, helf mir suchen! Es sind nicht alle Feministen so extrem und verblendet, aber moderner Feminismus kann wegen genau diesen Leuten nicht mehr ernst genommen werden. Kein Wunder, dass sich so viele Leute darüber lustig machen, inklusive mir. A feminist looks like anybody. You're fucking scum. You are fucking scum. There's no real way of telling who is and isn't a feminist simply by appearance, because feminism is about your actions. Get the fuck out of here! Fuck dipshit! And get that camera out of my face! And how you apply your political knowledge to your life. I'm reading, fuckface. And on
ding dong, a lang a lang a lang. Boom, ba do, ba do, ba do, ba day. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.